Johann Christoph Friedrich Bach wurde am 21. Juni 1732 als zweitjüngster Sohn Johann Sebastian Bachs und dessen zweiter Ehefrau Anna Magdalena in Leipzig geboren. Als Schüler der Thomasschule erhielt er von seinem Vater Kompositions-, Klavier- und Orgelunterricht. Außerdem war sein Verwandter Johann Elias Bach aus Schweinfurt, der von 1737 bis 1742 im Hause der Familie Bach lebte, an seiner musikalischen Ausbildung beteiligt. Wie die meisten Familienmitglieder und viele Schüler Johann Sebastian Bachs war auch Johann Christoph Friedrich als Kopist für seinen Vater tätig. Um die vielfältigen und dicht getakteten Musikaufführungen des Thomaskantors ermöglichen zu können, mussten für von Johann Sebastian komponierte Werke, insbesondere die wöchentlichen Kantaten, Stimmen für die Aufführung vorbereitet werden. Heute noch finden sich zahlreiche musikalische Quellen, in denen man die Handschriften verschiedener Mitglieder der Bach-Familie und von Thomanern erkennen kann. Sie geben ganz konkreten Aufschluss über die Arbeitsweise im Hause Bach. So zum Beispiel diese Quelle aus der Staatsbibliothek zu Berlin. Sie enthält ein ganz besonderes Werk, eigentlich nicht aus Bachs Feder, sondern dieser ist hier nur als Bearbeiter am Werk gewesen. Der Komponist dieser Markus-Passion ist wahrscheinlich der Vater von Reinhard Kaiser. Bach änderte einige Arien, setzte Choräle hinzu und, dies ist nur durch diese einzige Stimme des Bachsohnes bekannt, fügte noch 7 Arien von Georg Friedrich Händel ein. Sie stammen aus der berühmten Brokes-Passion. Bach gab seinem Sohn den Auftrag, für diese Neubearbeitung der Passion, die er seit Weimarer Zeiten bereits mehrfach aufgeführt hatte, eine neue Continuo-Stimme speziell für das Cembalo zu schreiben. Vermutlich sollte Johann Christoph Friedrich selbst bei der Aufführung am Cembalo mitwirken. Und die Bezifferung dieser Stimmen, also die genaue Anweisung zur Improvisation über den Bass, die man mit der rechten Hand ausführte, nahm der Vater mit großer Genauigkeit selbst vor. Im Frühling 1747 muss dies gewesen sein, der Sohn war also noch nicht einmal 15 Jahre alt. Kein Wunder, denn der erste Bach-Biograf, Johann Nikolaus Forkel, schreibt 1802, dass Johann Christoph Friedrich gerade auf den Tasteninstrumenten sehr begabt gewesen sein muss. Johann Christoph Friedrich soll jedoch nach Wilhelm Friedemanns Aussage unter den Brüdern der stärkste Spieler gewesen sein und seines Vaters Klavierkompositionen am fertigsten vorgetragen haben. Eine bedeutende Aussage, wenn man bedenkt, dass der älteste Bachsohn selbst als ein äußerst virtuoser Interpret galt. Mit 17 Jahren war die Ausbildungszeit von Johann Christoph Friedrich in Leipzig beendet. Der Vater, der bestrebt war, allen Söhnen bestmöglich zu einer Stelle zu verhelfen, brachte ihn am Schaumburg-Lippischen Hof in Bückeburg unter. Zum Abschied bekam er zu Weihnachten 1749 ein Geschenk mit auf den Weg. Eine Bibel, die ihm seine Mutter Anna Magdalena mit einer sehr persönlichen kleinen Widmung überreichte. Zum steten Andenken und christlicher Erbauung schenket ihrem lieben Sohn dieses herrliche Buch, Anna Magdalena Bachin, geborene Wülken. Deine getreu und wohlmeinende Mama. Leipzig, den 25. Dezember 1749. 1750 wurde er Kammermusikus im Dienst des Grafen Wilhelm von Schaumburg-Lippe am Bückeburger Hof. Graf Wilhelm hatte seit seinem Amtsantritt 1748 das kulturelle Leben seines Hofes befördert und die Hofkapelle wieder aufgebaut. Bei einem Besuch am preußischen Hof im Jahr 1749 begegnete er vermutlich Karl Philipp Emanuel Bach. Dies könnte ihn dazu bewogen haben, ebenfalls einen Bachsohn an seinen Hof zu holen. Schlussendlich verblieb Johann Christoph Friedrich 45 Jahre an diesem Hof, bis zu seinem Tod im Jahre 1795. Zunächst war er vor allem als Cembalist tätig, da die leitenden Positionen an italienische Musiker vergeben waren, die der Graf persönlich in Italien rekrutiert hatte. Nach deren Ausscheiden übernahm Johann Christoph Friedrich 1756 die Funktion eines Hofkapellmeisters, ohne jedoch ein entsprechendes Gehalt zu beziehen. Der italienische Stil, den er in seinen ersten Jahren am Bückeburger Hof kennengelernt hatte, prägte auch sein eigenes kompositorisches Schaffen nachhaltig. Am 8. Januar 1755 heiratete Johann Christoph Friedrich die Gesangsschülerin und Organistentochter Lucia Elisabeth Münchhausen. Aus der Ehe gingen 8 Kinder hervor, von denen aber nur 3 Töchter und ein Sohn das Erwachsenenalter erreichten. Zu nennen sind Tochter Anna Philippina Friederike und Sohn Wilhelm Friedrich Ernst. Wilhelm Friedrich Ernst ist der letzte komponierende Nachkomme der männlichen Linie der Bach-Familie. Ein Verzeichnis seiner Werke ist übrigens gerade gestern erschienen.
Obwohl Bach die Leitung der Hofkapelle innehatte und seine Frau als Sängerin arbeitete, war der Lebensunterhalt der Familie nicht immer gesichert. Es gibt mehrere Dokumente, die zeigen, dass er sich mehrfach nach alternativen beruflichen Möglichkeiten umgesehen hat. So bewarb er sich erfolgreich auf die vakante Organistenstelle an der Hauptkirche der Stadt Altona, sagte dort aber wieder ab, nachdem Graf Wilhelm eine Gehaltserhöhung versprach und damit drohte, die Hofkapelle andernfalls aufzulösen. Auch auf die Nachfolge Georg Philipp Telemanns als städtischer Musikdirektor in Hamburg bewarb sich Johann Christoph Friedrich. Dort wurde ihm jedoch sein Bruder Karl Philipp Emanuel vorgezogen. In der Folgezeit entstand zwischen den Brüdern dessen ungeachtet ein reger Kontakt mit dem Austausch von Werken. In diesen Jahren komponierte Johann Christoph Friedrich neben zahlreichen Kammermusik- und Klavierwerken seine ersten Oratorien sowie die ersten 9 Sinfonien. Unter Graf Wilhelm und dessen Frau Maria herrschte eine für die musikalische Tätigkeit Johann Christoph Friedrichs sehr förderliche Atmosphäre. Hatte sich Bach in seinen ersten 2 Jahrzehnten am Bückeburger Hof vorrangig nach der Vorliebe Wilhelms für italienische Musik zu richten, hielt ab etwa 1770, begünstigt durch die Berufung Johann Gottfried Herders, 1771 nach Bückeburg als Hofprediger und Konsistorialrat, der neue, empfindsame Stil Einzug am Hof. Diese Phase endete mit dem Weggang Herders nach Weimar 1776 und dem Tod von Gräfin und Graf. Der Nachfolger Graf Philipp Ernst starb 1787, in der Folge führte die Witwe Fürstin Juliane die Regierungsgeschäfte. Im Sommer 1778 reiste Bach gemeinsam mit Sohn Wilhelm Friedrich Ernst für 3 Monate zu seinem Bruder Johann Christian Bach nach London. Auf dieser Reise wurde Johann Christoph Friedrich nachhaltig durch die Musik seines Bruders inspiriert, lernte aber auch die Musik Mozarts und Glucks kennen. Unter Leitung Johann Christoph Friedrichs entwickelte sich die Bückeburger Hofkapelle zu einem der führenden deutschen Orchester der Zeit. Hier ist sein Siegel zu sehen. Neben seiner Tätigkeit am Hof brachte Bach auch eine Auswahl an Klavier- und Kammermusikwerken sowie Klavierauszüge weltlicher Kantaten heraus, jedoch ohne dadurch ein ähnliches Ansehen wie sein Bruder Karl Philipp Emanuel zu erhalten. In Bachs letzten Lebensjahren wurde seine Tätigkeit am Bückeburger Hof durch einen Rivalen erschwert, den jungen böhmischen Musiker Franz Christoph Neubauer, den Gräfin Juliane ihm vorzog. Johann Christoph Friedrich Bach starb am 26. Januar 1795 und wurde in Bückeburg beigesetzt. Im Nekrolog heißt es über ihn: Alles, was dem Namen Bach eine so große Zelebrität erworben hat, das besaß der bückeburgische Bach in einem nicht geringen Grade. Ein vollendetes Studium der Tonkunst, tiefe Einsicht in die Natur und das Wesen der Harmonie, vollständige Kenntnis des reinen Satzes und eine Simplizität und Würde im Ausdrucke.